Hallöchen, Popöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Starface allein im Nebel. Ich hoffe, euch hat das Let's Play bis jetzt hier an der Folge Spaß gemacht und wird es auch hoffentlich weiterhin. Und denkt daran, lasst uns gemeinsam diesen Kanal groß werden lassen. Wir brauchen sehr viele Abos, wir brauchen sehr viele Däumchen nach oben. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, wie wir die gute Ellie gefunden haben. Und wir sind jetzt in der Welt von Herr der Wünsche, der die liebe Ellie manipuliert. Und jetzt müssen wir sie natürlich befreien. Nur die Frage, wie komme ich hier weiter? Muss ich wieder zu ihr hingehen? Nö. Mit den richtigen Materialien könnte ich hier etwas schmelzen. Wieso geht das Schwertchen nicht? Okay, muss ich was anderes finden. Ja, hier ist nichts. Der Hund kann aber jetzt aber nicht darauf irgendwas machen, oder? Nö. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht kann ich ja mit den Schwertchen hier das absäbeln. Okay, da kriege ich den Zipper und ein Zahnrad und hier fehlt ein Pilz. Boah, jetzt ein Pilsner, das wär's. Ich hab Durst. Auf Alkohol, nee, Spaß. Okay, jetzt hier kriegen wir eine Kupferglocke. Kann ich die Kupferglocke schmelzen? Oh, wow. Ja, und das fasst die liebe Carol auch so an, ohne dass sie sich verbrennt oder so. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Was für eine wunderbare Kinderwelt. Wir sind die beiden. Das sind Bonbons. Der Server ist unvollständig. Da fehlt auch noch was. Ja, eine mies gelaunte Tasse. So, also das sind auch wahrscheinlich von irgendwen die Eltern. Okay, hier fehlt ein Bonbon. Aber wir brauchen erstmal Kleber, sonst passiert da erstmal gar nichts. Und wer bist du? Also der ist vom Hund nicht beeindruckt. Okay, verstehe. Ein Uhrzeiger fehlt. Okay, da fehlt einiges. Wo ist der Hebel? Wir haben noch gar keinen, aber gut. Jetzt ist nur schwierig. Wie kriege ich jetzt den Raben da weg? Du frecher kleiner Affe. Oh, unsere Polaroid-Kamera ist kaputt. Ah, aber ich weiß wofür. Mal kurz nach den Notizen mal. Liebes Tagebuch, ein Junge namens Simon aus dem Weißen Haus erzählte mir, dass Ellie alle Erwachsenen in den Veranstaltungssaal des Weißen Hauses gelockt hat. Ich muss dorthin gelangen. Ich habe eine Art Traumwelt betreten. Die echte Alice Riss hat mir gesagt, dass es sich dabei um ihre Gedankenwelt handelt. Entgegen meines ursprünglichen Verdachts scheint auch sie ein Opfer zu sein. Ich habe einen Mann getroffen, der sich Herr der Wünsche nennt. So. Da ist da und der kriegt mir sogar noch Kleber. Ach, jetzt muss ich es auch noch zusammensetzen. Okay. Das ist eigentlich relativ einfach. So, und da haben wir ein Glasbonbon. Ein Glasbonbon. Und das müssen wir hier hinsetzen. Immer noch schlecht gelaunt. Okay, dann fehlt halt noch was. Immer da rein. Okay, er oder sie schläft hier. Boah, da kriegst du ja Karies, wenn du schon nur siehst. Aber es ist ein Schattenwimmelbild. Okay. Oh, wir müssen mehrere Sachen auf einmal finden. Also doppelte. Finde ich gut. Hier. Hier.
Jetzt brauchen wir noch eine Schleife. Die ist hier. Ich muss ja sagen, immer diese Schattierung von Rot auf Blau, das erinnert mich immer wieder an Primtails Bloody Mary. Kann ich nicht anders, kann ich nicht oft genug sagen. So, das ist jetzt relativ einfach. Okay, ich dachte jetzt die Lucha, weil der die Form von einem Apfel hat. Wo ist denn hier noch ein Apfel? Hä? Okay, Scan-Modus wieder. Da ist der Apfel. Da ist ein Schmetterling und da ist einer. Auch wenn mich der Süßigkeitenladen mehr so an einen Halloween-Süßigkeitenladen erinnert hat. Das magst du. Zuckerle und noch ein Spiegele. War alles für Süßen. Zuckerle, Spiegele. Magst du Zucker? Okay, Moment mal. Das ist ein Easter Egg. Die Puppe hier. Die ist aus Swordface, die fliegende Stadt. Oder? Nee. Swordface. Oh. Überleg, Hol, überleg. Es ist aus irgendeinem Swordface-Teil die Puppe. Ich glaube sogar aus Swordface 1. Müsste das gewesen sein. Genau, Surface 1, irgendwas mit Geheimnis einer anderen Underwelt. So ähnlich, glaube ich, war das. Und das Zander dürfen wir jetzt auch mitnehmen. Das ist ein Hebel. Okay, dann dürfen wir hier oben hin. Und dann kommen wir hier oben hin. Au. Such spunk. So, you want your parents back, eh? That could be arranged. For a price, bring me the bracelet in the souvenir shop. Ich sollte lieber den Armreif binden, ja, mehr oder weniger. Weil ich glaube, den Herrn der Wünsche kann man nicht trauen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Alter, oh. Ja, okay. Hier ist noch so schön harmlos, ja. Und hier sind so Horror-Clowns. Alter. Albtraumstoff für jedes Kleinkind. Ich brauche etwas zum Glasschneiden. Haben wir leider nicht. Ich glaube nicht, dass das geht oder das geht. Was haben wir jetzt sonst noch? Ja, das gelbe U-Boot-Schiff von den Beatles. Yellow Submarine. Ah, du bist ja putzig. Lass du mich dich bestechen? Wie wär's mit einer Süßigkeit? Okay, jetzt wieder hier. Ich weiß nicht, was hier reinkommt. Okay, das kommt auf jeden Fall dahin. Das kommt dahin. Was ist dein zweiter Wunsch? Okay, das hier. Und das hier. Ich will nicht mehr hier sein, okay. Der Herr der Wünsche verzerrte Alice's Wünsche immer mehr und mehr. Das können wir mit unserem Bogen hier verbinden. Und hier, was haben wir hier? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das dürfen wir so mitnehmen. Und der Anubis-Statuette fehlt, nicht Anubis, der ägyptischen Katze hier fehlt ein Auge. Kaputter Schlüssel.
Okay, dann müssen wir irgendwo... Ah, ich weiß, wohin wir müssen. Und das erinnert mich hier auch wieder stark an... Crimtails Bloody Mary. Ich glaube, das ist auch gerade hier so leicht angelehnt. So ein kleines... Easter Egg davon. Eine Krone und... eine Blume. Okay, wo brauchen wir die Blume, wo brauchen wir die Krone? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, die Blume kommt hier rein. Nee, doch nicht. Brauchst du vielleicht die Krone? Nee. Okay, dann nochmal nur in den Souvenirshop mal reingucken. Wahrscheinlich der Löwe hier, oder? Ich glaube, mehr können wir hier gerade auch aktuell nicht machen. Blume, geheimnisvoller Armreif. I gave you what you wished for. You didn't specify how long it should last. Now go away. I'm busy taking over this girl. Ich sag ja, man kann ihn nicht trauen. Den ich hab's gesagt, den Drecksack kann man nicht trauen. So, jetzt hat Lufia eine Rüstung an. Damit kann er es ja schon aufnehmen. Okay, das sieht ja stylisch aus. Okay. Info. Tippe auf die Pfeile, um den Hund durchs Labyrinth zu führen. Tippe auf den roten Knopf, wenn der Hund in der richtigen Zone ist, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Okay. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Da kann er nicht lang gehen. Hä? Da kann er denn da nicht lang gehen? Okay, ich muss den mehrfach drücken. Okay, wie... Ah, und damit kann er jetzt wieder so einen Weg nach draußen spielen. Jo. So, du kommst wieder mit. Und wir haben alle Dominosteine jetzt. Und rüber mit uns. Okay, der lasst uns da nicht hinein. Okay. Okay, das müssen wir irgendwie raussägen. Was haben wir hier? Nochmal ein Zahnrad. Ah, da fehlt die andere Blume.
Wird jetzt noch eine rote Blume, dann können wir da weiter durch. Was können wir hier machen? Hier ist noch ein Zahnrad. Wo fehlt denn jetzt Zahnräder? Mal kurz das Tagebuch hier wieder durchgehen. Dieser Herr der Wünsche ist echt ein Überkerl. Er erfüllt mir meinen Wunsch und gab mir meine Eltern zurück, aber nur für wenige Sekunden. Dann wurden sie wieder zu Stein. Er scheint doch das für witzig zu halten. Ja, wahrscheinlich. Es ist so ein, ich sag mal einfach so ein Wunsch-Djinn, der irgendwie Langeweile hat. Aber ist das Gefühl. Aber wo brauchte ich jetzt Zahnräder? Brauchte ich hier irgendwo Zahnräder? Brauchte ich hier Zahnräder? Hier sollten zwei Vögel sein. Ja, okay, das bringt uns nicht viel weiter. Hier vielleicht? Gab es hier irgendwas mit Zahnrädern? Oder vielleicht ganz am Anfang hier? Braucht ihr hier irgendwas Zahnräder? Das nicht. Okay, ich brauche wieder einen kleinen Tipp. Hier? Hier meine Brüsche entfernt. Das soll hier sein? Guck mal, jedes Mal dahin, wenn ich da hinklicke. Die Zahnräder. Hä? Ich hab doch. Bin ich jetzt verkohlen? Ja, hier ist eine Schlüssel und ein. Was bist du? Ölgetränkter Lappen. Käfigschlüssel. Käfig, Käfig. War irgendwo ein Käfig? Ah ja, genau. Hier im Souvenirladen war ja. Das hier. Da war die eine Blume und Federn. Wahrscheinlich müssen wir einen Pfeil zusammenbasteln, habe ich das Gefühl. So, und du bist wahrscheinlich... Finde Blumenpaare, okay. Da haben wir schon mal eine. Das ist eine Fuchs hier. Das ist ein schönes Rätsel. Aber eine ziemlich seltsame Pflanze, weil eine Pflanze, die verschiedene Blüten hat, das ist Seltenheit. Und kann ich denn hier noch was freidecken? Ja, das ist klar. Und das ist hier. Hä? Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ach so. Ich dachte immer auch nur so, weißt du, hinter Blüten, hinter Blättern verdeckt. Aber gut. Okay, ich habe jetzt einen Blumenstrauß. Dann kriegen wir das und das. Okay, Blumenbrosche. Das müssen wir wieder zurück zu den Eltern, die da hocken und Kaffee trinken. Nun. Da kriegen wir den Pilz und ein Feuerzeug. Dann reise ich geschwind mit Schnellreise nach da. Und setze den Pilz hier ein. Dafür kriegen wir nochmal ein Schlüsselteil und ein Messerchen. So, meine Freunde, ich sehe, die Folge ist schon leider wieder vorbei. Ich würde es gerne länger machen, aber kann ich nicht. Sonst habe ich wieder zu viele Folgen für dieses Let's Play. Und sage an dieser Stelle, lasst uns diesen Kanal groß werden. Lassen, Freunde. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Tschüss.